Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute auf neue Transfers und auch auf neue Zugänge und Abgänge diesbezüglich und auf die Ausgaben dieser eingehen. Doch bevor ich damit beginne, noch einmal ganz kurz der Hinweis, abonniere ganz gerne den Kanal, weil du auch so keine weiteren Videos mehr rund um Hertha BSC und die deswegen ja stammende Transfers mehr verpasst. Und ich würde sagen, starten wir rein in das heutige Video. Zum einen, der nächste Transfer ist fix. Der Kicker berichtet, dass Hertha BSC den Wintertransfer von Kylian Nzona, einem 19-jährigen Franzosen, klar gemacht hat. Kylian Nzona ist der nächste Flügelspieler, der zu Hertha BSC wechseln wird. Er wechselt vom französischen Verein Stade Malherbe, das heißt dem SC Caen. Es ist ein Verein, der in der zweiten französischen Liga spielt. Er ist 19 Jahre alt, ist ein Top-Talent, hat bereits für die französischen U-Auswahlen gespielt, ist ein Rechtsaußenspieler, 1,89 Meter groß, überzeugt mit einem herausragenden Dribbel und einem technisch starken Dribbelspiel sowie auch jede Menge Tempo und einem recht guten Torabschluss. Er kann auch links außen spielen und ist wirklich dort auf einem guten Weg. Auch der SC Freiburg war daran interessiert, diesen Spieler zu verpflichten. Er hat in dieser Saison, beziehungsweise in den Saisons allgemein, bereits schon 35 Ligue 2 Einsätze gesammelt, hat nur 2 Tore geschossen. Nichtsdestotrotz sieht man, dass er jede Menge zum Offensivspiel des SC Caen beiträgt. Und grundsätzlich kann man sagen, finde ich, ist dieser Transfer ein Vorgriff auf den Sommer. Und für 500.000 Euro, die wir für ihn ausgeben, ist das gut. Es gibt weniges finanzielles Risiko. Nichtsdestotrotz, er ist jetzt gerade noch am Auskurieren eines Kreuzbandrisses. Das heißt, bis er denn voll einsetzbar zur Verfügung steht, wird es noch ein Momentchen dauern. Und grundsätzlich kann man sagen, dass dies aber für einen Transfer als Vorgriff für den Sommer perfekt ist. Man kann ihn jetzt ja bis zum Sommer hin aufbauen, erste Spielpraxis geben, natürlich auch schon komplett in den Verein, Mannschaft, Umgebung, Sprache integrieren. Deswegen finde ich es wichtig, dass er jetzt im Winter kommt. Somit, sobald er in der Vorbereitung vollständig zur Verfügung ist, können wir da auf einen vollwertigen Ersatz hoffen. Er ist ein linker Flügelspieler, beziehungsweise eigentlich auch ein rechter Flügelspieler, und dort ist unsere Problemposition. Wir haben kaum Flügelspieler, wir haben Maulida, Richter, jetzt haben wir Dongjung Lee und Kieran Nzona, und das sind 4 Flügelspieler, die jeweils unterschiedliche Qualitäten aufweisen und die uns hoffentlich in der nächsten Saison, ja, jede Menge Beitrag dazu geben, dass wir nächste Saison mal nicht mehr Abschiedskampf stecken. Jetzt muss ich dazu ganz kurz was sagen. Wie sehen denn aktuell die Transfers aus? Durch Nzona sieht das Verhältnis jetzt so aus. Wir haben einen Marktwert von 4 Neuzugängen, der rund bei 12 bis 10 Millionen Euro ungefähr so liegt. Wir haben insgesamt nur 2,5 Millionen Euro für die Marktwerte ausgegeben. Zum Vergleich, für Luke Bakio, Piontek, Toussaint zahlte man 70 Millionen Euro Ablöse. Und wir haben ultra schlechte Deals gemacht. Jetzt sieht es so aus, als würden wir uns auf unpopuläre Spieler fokussieren, dafür nichtsdestotrotz für Qualität geringere Preise zahlen. Wir haben jetzt 2,5 Millionen Euro im Wintertransferfenster ausgegeben und dafür Spieler im Marktwert von 12 Millionen verpflichtet. Der Fokus liegt ganz klar bei einem richtig kleinen Sparkurs. Wir wollen Geld sparen, um auch die Ausgaben, die falschen Transferausgaben für Luke Bakio, Piontek, Toussaint, ja, einfach ein bisschen auszugleichen. Mit dem Gehalt haben wir übrigens für alle 3 Spieler insgesamt 130 Millionen Euro hingeblättert. Und das ist wirklich, wirklich im Verhältnis zu diesem Transfer, die wir momentan getätigt haben, eine positive Entwicklung. Und das ist eben ein Schritt, den Bobic einleiten will. Eine, ja, wirtschaftliche, stabile Lage zu erzeugen mit einer gesunden Balance zwischen Abgänge und Neuzugängen. Und aktuell, finde ich, gelingt das relativ gut, denn man verbessert den Kader punktuell. Personen, die sogar theoretisch noch explodieren können von den Leistungen. Wir verpflichten potenziell starke Spieler, Spieler, die Erfahrung haben, Spieler, die bereits was bewiesen haben, Björkan, Kempf, und verpflichten zusätzlich noch Talente wie Dongjung Lee und ja, Kieran Nzona, die uns helfen können in Zukunft. Und ich bin froh, so wie die Transferphase momentan läuft. Nichtsdestotrotz, der Deadline Day ist noch nicht abgeschlossen. Ich warte immer noch auf einen Stürmer und einen rechten Verteidiger. Ansonsten bin ich nicht zufrieden, weil das sind die Positionen, die wir jetzt füllen müssen. Warum müssen wir diese Position füllen? Bild berichtet, dass Hertha Boyata und Selke bei einem passenden Angebot ziehen lassen würde. Grund dafür sind bei Boyata Formschwankungen und die hohe Verletzungsanfälligkeit. Der Belgier wird in der Türkei und in Russland gehandelt. Das heißt, möglicherweise könnte Dedrick Boyata den Verein verlassen und dann sollte man hinterfragen, ob die Leihe von John Tuonariga die richtige Wahl war. Grundsätzlich kann ich sagen bei Dedrick Boyata, dass er diese Saison bewiesen hat, dass er eines Kapitänsamtes nicht würdig ist. Er geht selten zu den Fans. Er ist für mich noch keine Identifikationsfigur mit dem Verein. Aber die Mannschaft hat ihn als Kapitän gewählt und deswegen, ja, habe ich einfach das Gefühl, dass er trotzdem der Richtige sein kann, aber durch seine Verletzungsanfälligkeit, durch seine schwankenden Leistungen und vor allem seine Unstabilität in der Defensive
kommen wir nicht dazu, dass er ein gutes Bild als Kapitän abgibt. Und deshalb möchte man ihn möglicherweise verkaufen. Wie gesagt, in Russland und der Türkei wird er gehandelt, aber noch ist weder irgendwas fix, noch hat sich bereits ein Interesse gemeldet. Und das gleiche gilt für Davy Selke. Ich finde, ob man Davy Selke jetzt verkaufen sollte, ist eine schwierige Sache, denn Davy Selke ist eben jetzt unser dritter Stürmer nach Isak Belfodil und Stefan Jovetic, und wenn einer von den beiden ausfällt, dann ist dort halt wieder nix. Dann haben wir halt dort niemanden mehr in der Hinterhand, und deshalb finde ich, sollte man Davy Selke behalten, außer, das sage ich jetzt offen, man findet einen gleichwertigen Ersatz. Und möglicherweise könnten die Abgänge von Boyata und Selke zusätzlich Geld in die Kassen spülen. Dann gehen wir auf den nächsten Abgang ein. Juventus Turin zeigt Interesse an Lucas Dussart. Lucas Dussart ist ja unser zentral defensiver Mittelfeldspieler, den wir im Winter 2020, im Januar-Transferfenster, dort für 25 Millionen Euro verpflichtet haben. Wir haben für ihn 25 Millionen Euro ausgegeben, ihn dann nochmal an Olympique Lyon zurückgeliehen. Jetzt spielt er bei uns seit der Saison 19-20 und man muss einfach grundlegend sagen, er beweist nichts. Nichts beim Ansatz, dass er die 25 Millionen Euro wirklich wert war. Seine Leistungen schwanken, er ist kein Stammspieler oder Schlüsselspieler bei uns. Er ist 24 Jahre alt und er kommt langsam aus dem Talentealter raus, und er unter Taifun Korkut spielt er kaum eine Rolle. Er hat jetzt 17 Einsätze gemacht in dieser Saison, hat nur weniger als 50% der Spiele bestritten, beziehungsweise natürlich insgesamt der Spielzeit bestritten. Er ist wirklich, sein Rang wird abgelaufen von Santiago Ascasiba und der passt nicht in unsere Taktik rein. Das ist natürlich dem geschuldet, dass einfach Lucas Dussart ein defensiv orientierter Mittelfeldspieler ist, der sehr ballerobert ist und eine Form von einem Abräumer ist, und diese Rolle übernimmt Santiago Ascasiba eben mit Bravour. Und Juventus Turin zeigt Interesse an dem Spieler. Nichtsdestotrotz muss man da auch sagen, dass Juventus Turin bereits noch kein Angebot abgegeben hat. Grund dafür ist die fehlende Zeit, und man muss schauen, wie er sich jetzt möglicherweise in das Team integriert und ob man ihn im Sommer abgeben möchte. Aber Hertha wäre mit einer Ablöse um die 10 Millionen inklusive Boni gut bedient, und man würde Ablöse und Gehalt sparen und könnte damit dein neues Spieler finanzieren. Mal schauen, ob er wechselt. Juventus Turin hat Interesse im Hinterkopf behalten. Morgen ist der Deadline Day, und wir werden ganz genau schauen, wie sich es morgen verhandelt. Ich werde morgen Videos drehen und am kommenden Tag gibt es einen Stream. Oben in der Infobox und im Abstand findet ihr nochmal ein Video über Hertha BSC. Wir sprechen da über die Leihen, die wir aktuell alle verliehen haben. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt den Abend. Wir sehen uns morgen. Bis dahin und tschüss.